Dieses Projekt hier ist der Start einer neuen Ära. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss, um eine ganz wichtige Ankündigung nicht zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Stecken muss ja nicht praktisch sein, aber wenn man mal die Chance hat, ein richtig cooles Projekt umzusetzen, dann muss da doch eine Stickerei drauf, oder? Seit einiger Zeit geistert so eine Idee in meinem Kopf herum und bevor sie auf dem Friedhof der verlassenen Ideen, die darauf warten, in die Realität treten zu dürfen, verkommt, fange ich einfach mal an. Doch was ist das für ein Projekt? Es geht um ein Buch. Und keine Sorge, keins, für das ich ein halbes Jahr mit einem Verlag zugange bin und nichts anderes nebenher schaffe, so wie bei meinen letzten vier Büchern. Nein, es geht diesmal nur um einen Bucheinband, den ich besticken möchte. Für Bucheinbände braucht man etwas stabileren Stoff, also nicht unbedingt die Sorte Nesselstoff oder leichte Patchwork-Stoffe benutzen, die ich sonst zum Sticken empfehle. Man glaubt gar nicht, wie viel so ein Buch abkönnen muss, wenn man es regelmäßig benutzt. Ich habe mir hier einen festen Polsterstoff ausgesucht, der noch in meinem Lager war. Deshalb kann ich leider auch gar nichts Spezifisches dazu sagen. Der Stoff ist, glaube ich, sogar noch ein Rest von meiner Mama, als sie vor vielleicht 20 Jahren ihre Sesselpolster neu bezogen hat. Er scheint mir aber aus 100% Baumwolle zu bestehen und ist auf jeden Fall heiß bügelbar. Hier könnt ihr das Design schon mal als Skizze sehen. Es geht also um einen Blätterkranz mit einem Schmetterling in der Mitte. Da es sich um ein Buch handelt, habe ich den Stoff schön groß zugeschnitten und die Maße sind schon einigermaßen fest und ich habe auch natürlich alles abgemessen. Später habe ich mich dann aber doch umentschieden und damit war es vollkommen unnötig, alles so groß zu machen. Aber ihr wisst ja, später ist man immer schlauer. Doch das liegt alles erst in ferner Zukunft. Nach dem Zuschnitt und dem Bügeln geht es natürlich erstmal daran, das Stickbild auf den Stoff zu übertragen. Hier habe ich mir wirklich viel mehr Arbeit gemacht, als es hätte sein müssen. Also macht nicht unbedingt nach, was hier passiert. Bei manchen Projekten ist das einfach so, dass man mit Trial and Error ausprobieren muss, was am besten für einen funktioniert. Und egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, es gibt immer irgendetwas, was man dabei lernen kann. Das große Problem bei diesem Projekt ist, dass man durch dicken, dunklen Stoff einfach nicht hindurch pausen kann. Da hilft leider auch kein Lightpad. Also musste eine Alternative her. Es gibt verschiedene Methoden, um Motive ohne Durchpausen zu übertragen. Und aus den verschiedensten Gründen habe ich mich dann für Stickfolie entschieden. Die mag ich zwar nicht sonderlich, weil ich das Gefühl beim Sticken nicht so mag, aber sie hat eben auch ihre Vorzüge. Da Stickfolie eine einzige wabbelige Angelegenheit ist, klebe ich sie mit Papierklebeband auf meiner Vorlage fest und zeichne dann die ganzen Linien nach. Aufpassen, auch für so etwas muss man einen Stift benutzen, der den Stoff nicht verfärbt. Also am besten keinen Filzstift oder Marker, sondern zum Beispiel einen Ballpen. Bleistifte oder Buntstifte zerstören eher die Folie, weil sie so eine harte Mine haben. Und ich sag ja, es gibt wirklich schönere Materialien als Folie, aber da muss man manchmal einfach durch, wenn man was Hübsches machen möchte. Meine Stickfolie ist nur zum Drauflegen und nicht zum Kleben und deshalb muss sie auch mit Stecknadeln oder langen Vorstichen auf dem Stoff befestigt werden. Die Blätterranken sind sehr einfach nachzuzeichnen und deswegen habe ich auch nur die groben Hauptlinien abgezeichnet. Da ich es hasse, durch Stickfolie zu sticken, habe ich mir dann die zusätzliche Arbeit gemacht, alle Hauptlinien mit Vorstichen grob vorzuzeichnen und die Folie dann zu entfernen. Wie gesagt, würde ich jetzt so nicht nochmal machen, hat aber gut funktioniert. Aufgrund der Größe des Stickbildes kam nun das nächste Dilemma, denn mein großer Stickrahmen war noch mit dem epischen Pokémon-Kreuzstichbild blockiert. Große Stickprojekte kann man auch mit kleineren Stickrahmen besticken, dafür muss man nur den Rahmen immer passend auf dem Stoff verschieben, bis alles gefüllt ist. Doch bei diesem Projekt hatte ich Bedenken, dass der Rahmen zu starke Abdrücke hinterlässt, wodurch der Bucheinband nicht so schön glatt geworden wäre. Deshalb habe ich mir ein paar Latten geschnappt und kurzerhand einen Stickrahmen in der passenden Größe selbst gebaut. Es reicht, wenn man die dünnen, gehobelten Latten benutzt, denn für ungehobelte Latten ist hier einfach kein Platz in der Stickwelt. Alternativ könnt ihr das Holz natürlich auch anschleifen, dann einmal passend jeweils zwei kurze und zwei lange Teile zusägen. Dann an den Ecken mit Nägeln oder Schrauben zusammenführen und zack ist der Rahmen fertig. Das Wichtigste beim Zusammenschrauben ist darauf zu achten, dass die Latten im rechten Winkel stehen, ansonsten ist der Rahmen schief und wenn du dich beim Aufspannen des Stoffes zu sehr am Rahmen orientierst, kann die Stickerei ebenfalls schief werden. Am besten ist es, du nimmst ein Buch oder wenn du hast, einen Metallwinkel, mit dem du das Ganze sozusagen überprüfen kannst, bevor du es zusammenschraubst. Den Stoff kannst du dann antackern, was ein bisschen schneller geht, oder dir den Daumen ruinieren, indem du, so wie ich hier, Reißzwecken benutzt. Je nachdem, was für eine Leiste du benutzt hast,
ist das tatsächlich gar nicht so einfach, das reinzukriegen. Mir hat der Daumen danach echt noch tagelang wehgetan, weil das echt nicht ohne ist. Und mit Hammer kriegt man das leider nicht rein, weil da in der Regel die Köpfe abbrechen. Also wenn ihr einen Tacker zum, ja, Tackern in Holz habt, dann benutzt den. Ja, und dann kommt der entspannteste und für mich einfachste Teil, nämlich das Sticken. Denn der Blätterkranz sollte komplett aus Blattstichen bestehen, also nichts Dramatisches oder Kompliziertes. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, dass es echt viele Blätter und Ranken sind und das kann einem schon ganz schön auf den Senkel gehen. Ich vermute, deshalb hat es auch Wochen gedauert, bis ich dann endlich fertig war. Für die Blätter sind alle Teile in einem Farbverlauf gestickt. Die Blätter changieren zwischen einem Aprikot, Creme, Hellgrün, Grün. Ich fand die Farbkombination irgendwie spannend und war dann auch echt happy, dass es genau die Wirkung hatte, die ich mir erhofft habe. Jedes Blatt beginnt mit einem Stich ganz oben in der Spitze und dann wird immer abwechselnd rechts und links ein Stich von der Außenkante zur Mittellinie gestickt. Dabei muss man immer ein bisschen darauf achten, dass der Abstand zwischen den Stichen oben, also an der Außenkante, auch wirklich exakt derselbe ist wie der auf der Mittellinie, also dass man immer parallel runtergeht. In der Regel kann es schon passieren, dass es sich so ein bisschen verschiebt und das ist auch gar nicht so schlimm. Aber das ist eigentlich so das Ziel, dass es immer parallel bleibt. Es ist also eher eine Art Plattstich, die dort rechts und links dann immer gestickt wird. Aber ich bin auch ab und zu in den Grätenstich verfallen. Und bei dem Grätenstich wird immer kreuzweise über die Mittellinie gestickt. Man kann sowas definitiv intuitiv mischen, denn Stickstiche sind nicht so statisch, wie manche vielleicht denken. Und würde mir die Royal School of Needlework in London meine Arbeit um die Ohren hauen, wenn ich das als Hausaufgabe abgebe? Ja, definitiv. Gefällt es mir trotzdem und hat es mir Spaß gemacht. Yep. Mit dieser Stichmethode kann man auch innerhalb der Blätter gut die Farben wechseln. Meistens sind die Blätter mit 2 bis 3 Farbwechseln. Dabei habe ich immer darauf geachtet, dass die Blätter untereinander auch einen tendenziellen Farbverlauf haben. Bei jedem Zweig sind also ganz oben meist die helleren Blätter und zur Ranke hin wird es dann immer dunkler und grüner. Wenn man dann erstmal im Stickflow drin ist, klappt das ganz gut. Zuerst habe ich 3 Fäden benutzt, aber dann ganz schnell auf 2 Fäden gewechselt und man sah keinen großen Unterschied. Und so hat wenigstens auch mein Stickgarn gereicht. Also ich habe pro Farbe ungefähr einen Strang gebraucht, auf jeden Fall nicht mehr. Es wurde aber bei 2 Farben zum Ende hin ganz schön knapp, sodass ich die Farben dann so ein bisschen anpassen musste. Aber es ist alles aufgegangen. Meistens muss man bei einem Faden mehr oder weniger, nur minimal mehr oder weniger Stiche sticken. Anders sieht es natürlich aus, wenn man größere Sprünge hat, wie von 2 Fäden auf 6 Fäden und so weiter. Das klappt jedoch nicht bei allen Sticharten. Beim Kreuzstich, also dem gezählten Kreuzstich zum Beispiel, habe ich mich damit schon voll in die Nesseln gesetzt. Parallel zu den Blättern habe ich auch immer gleich die Ranken mitgestickt. Also das war immer so ein bisschen abwechselnd. Die habe ich nämlich mit einem Faden nur gestickt. Das heißt, ich konnte nicht denselben Faden nehmen wie von den Blättern selber. Die Ranken sind im versetzten Plattstich gestickt, das nennt man auch Nadelmalerei und dabei werden die Stiche immer versetzt zueinander gestickt. Sie können tatsächlich recht lang sein, es ist nur wichtig, dass sie eben nicht an derselben Stelle anfangen und enden. Bei engeren Kurven benutze ich eher kürzere Stiche, wie eigentlich bei fast allen Stickstichen auch angeraten ist. Bei Farbwechseln stickt man dann auch den Übergang so versetzt, dass die beiden Farben ineinander greifen und keine harte Kante oder Linie entsteht. Dieser Teil, also das mit den Ranken, ist relativ schnell und einfach zu sticken und ich finde, das ist auch ein super Einstieg in die Nadelmalerei, denn so dicke, lange Linien wie hier oder wie bei Schriftzügen zum Beispiel sind da sind diese Schnittlinien sehr, sehr einfach zu machen und ja, ein tolles Testobjekt. Also probiert es mal aus, wenn ihr euch an die Nadelmalerei herantrauen wollt. Zum Thema Nadelmalerei und Schriftsticken habe ich auch schon ein Video gemacht, wo auch dieser ganze Prozess mit den Übergängen nochmal im Detail erläutert wird und gezeigt wird. Also schaut da mal rein, falls ihr dafür Interesse habt. Es ist samstags morgens und ich möchte heute endlich mal diese Blätterranke hier zu Ende machen. Ich muss schon echt sagen, so langsam geht mir das ganz schön auf den Sack. Ich will es endlich beenden. Aber ich habe ein Problem. Mir gehen jetzt langsam die Farben aus, also die mittleren Töne sozusagen, die ich ganz viel benutze. Die werden jetzt langsam kritisch. Also ich muss mal gucken. Ich habe jetzt noch so viele ungefähr.
eins, zwei, drei Blätter und noch ein bisschen was. Also das sollte eigentlich noch reichen. Aber ja, es wird auf jeden Fall knapp. Es gibt so einen Kreidestift von Prüm, der macht hier auf so dunklen Stoffen echt gute Linien. Und den benutze ich momentan eigentlich immer, um die Linie mir so ein bisschen vorzuzeichnen. Das funktioniert ganz gut. Ihr seht, mein Rahmen spannt noch nicht ganz so, wie er sollte. Da muss ich mir nochmal was überlegen fürs nächste Projekt. Aber jetzt gerade reicht es noch für die letzten paar Blätter. So, ich bin jetzt fertig, sollte man meinen. Aber hier sind noch so einzelne Blätter, wo noch der Stiel fehlt. Ich habe ja noch einige gefunden. Da ist auch noch eins und hier ist auch noch eins gewesen. Das ist jetzt tatsächlich so ein Moment, wo ich mich frage, muss ich die jetzt noch machen oder nicht? Es gibt ja viele, die sich dann drüber ärgern, weil sie es dann halt immer sehen. Aber ich bin so vergesslich momentan, dass ich mich wahrscheinlich morgen schon nicht mehr daran erinnern kann, dass da Blätter sind, die noch einen Stiel brauchen, aber ich habe mir jetzt einen Faden eingefädelt und werde die natürlich jetzt noch machen. Die sind natürlich auch in unterschiedlichen Dritteln des Projekts, sodass man natürlich auch nicht alles hintereinander wegsticken kann, sondern Faden anfangen, Faden beenden, Faden anfangen, Faden beenden. Aber ich mache mir jetzt die Arbeit, denn das ist jetzt die letzten 0,2% schaffe ich jetzt dann auch noch. Habe ich mir jetzt einen Faden genommen. Hab den doppelt gelegt sozusagen, also hab den einmal gefaltet und dann kann ich nämlich hinten in die Schlaufe sozusagen den Faden verankern, zeige ich gleich. Und dann verbrauche ich nicht so viel, denn ich habe hier ja noch so Fadenreste. So einen Faden hier nochmal komplett anzufangen wäre jetzt irgendwie Quatsch. So spare ich mir dann auf jeden Fall noch ein bisschen Faden, ohne dass ich dann so viel wegschmeißen muss am Ende. Mit dieser Fadenschlaufe am Ende kann man es dann so machen, dass ich einfach auf der Rückseite bin ich hier gerade, durch die Stiche auf der Rückseite durchgehe. Dann kann ich hier durch die Schlaufe durch und dann habe ich nicht extra einen Knoten oder irgendwas. Da kommen jetzt die letzten Stiche, Trommelwirbel. Oh, ich sehe gerade hier oben. Hier oben fehlt auch noch einer. Den lasse ich jetzt aber. Out! Volle Kanne reingepiekst. Eieiei. Passt auf eure Finger auf beim Sticken. Na. Letzter Stich. Perfekt. Und so sieht das Ganze jetzt am Ende aus. Ich habe das jetzt schon mal auf den Einband des Buches drauf gespannt, wie das Ganze weitergeht, wie ich daraus ein schönes Buch mache. Das zeige ich in einem Video auf meinem brandneuen Kanal Pumora DIY. Ich habe festgestellt, dass ich auch wirklich gerne mehr Sachen noch zeigen möchte, die über Stickereien hinausgehen. Da ich den Pumora Stickkanal aber gerne fürs reine Sticken behalten möchte, habe ich mir gedacht, hey, warum denn nicht noch einen weiteren Kanal aufmachen? Und daher ist die Idee für Pumora DIY geboren. Auf dem Pumora DIY-Kanal soll es natürlich auch um DIYs gehen. Es geht um textile Sachen, aber auch zum Beispiel, wie man eine Kommode umbauen kann. Aber auch nachhaltige Projekte wie Waschlappen selber stricken und einiges mehr. Also lasst euch überraschen und schaut doch mal rein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch auf dem neuen Kanal auch wiederzusehen. Dort wird es alles ein bisschen lockerer und entspannter zugehen, während es hier auf dem Stickkanal ja doch eher Tutorials sind. Und auf dem neuen Kanal wird es dann eben auch ein paar Vlog-Formate gehen. Also alles ein bisschen experimenteller und breit gestreuter in den Interessen, was ich halt hier leider nicht in der Form so gut machen kann. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr zu dem neuen Kanal sagt. Und ich würde sagen, das Projektbuch wird jetzt an der anderen Stelle weitergemacht.